Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Satisfactory. Und ein Abo und einen Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, sodass ihr dazu entscheiden solltet. Übrigens ist der Stream auf YouTube wieder finished. Keine Ahnung warum. Wieder abgebrochen. YouTube hat mal wieder seine Tage. Ja, bleibt jetzt auch einfach offline. Wir machen jetzt auch hier noch 2 Stunden. Da lohnt sich das jetzt nicht, den Stream neu zu starten. So. Okay. Ich habe übrigens inzwischen in Parts festgestellt, dass ich hier, ich hatte das Ohr an der falschen Position. Passiert schon mal. Ein Weltuntergang. Einfach nochmal anders dran machen. Und dann wird das schon. Da-dum-dum-dum-dum-da-da-dum. Ich glaube, der hat Nudel gemacht. Nudel will ich nicht. Hat heute Nudel. Deswegen will ich keine Nudeln mehr. Ich habe genug Nudeln gehabt. So. Da-dum, da-da-dum, dum, da-dum, dum. So. Oh mein Gott. Modi der Rohre sehen ein wenig komisch aus. Dann nehmen wir einfach das hier, passt schon. Dum, 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 dum. So. Nice. Das heißt, wir wollen jetzt noch Wasser und wenn wir das Wasser haben, kommt die Hauptfabrik. Endlich kommt die Hauptfabrik. Das Wasser muss hier vorne reinkommen, hier durch dieses Ding. Das heißt, wir bauen das möglichst gerade von hier aus. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Reicht übrigens auch einfach eine Wasserpumpe, die nur in diese Richtung zeigt. Das reicht schon. Ich muss ja nichts zusammenmergen. Vor allem, das wird hier der Wasserextraktor, der so runtergetaktet ist wie nichts anderes auf der Welt. 20 waren es, glaube ich, ne? Der ist runtergetaktet dann auf. Upsala, ich habe Caps Lock an. 16,6667%. So. Ist nicht viel Wasser, was wir brauchen. Wie man sieht.
gerade muss das Ronny sogar ins Höher rein, dann wegen dem Förderband. Aber wäre ganz gut. Ja, dann machen wir das ans Höhe. Ich habe da eh schon ein Rohr drin. Wie ist diese Wand wieder golden geworden? Der Customizer ist sehr empfindlich. Die Wand hat sich halt wertvoll gefühlt. Jemand kann mich mal. Wow. Wird gleich abgerissen, die Wand. So, und da das hier Wasser ist, geben wir den Customizer, ändern die Farbe, Voreinstellung, Wasserrohr. Alle Wasserrohre in dieser Welt bleiben gleich gefärbt. Ich will ja Fixit stolz machen, die gucken ja von oben zu, offensichtlich. Dann sehen die von oben auch immer, wo das Wasser hier in die Fabrik geht. Ja, ist auch voll praktisch. Ich glaube, ich muss das hier irgendwie schwarz machen. Hat er das so gemacht? So. Das Ding braucht aber noch Strom. Das ganze Fabrikding hier braucht noch Strom. Wir haben hier kein oberes Stockwerk, das ist ja, da vorne brauchen wir auch noch Stromverbindung, da haben wir auch kein Stockwerk oben. Hier werden wir auch keins bekommen, glaube ich. Das wird nicht so einfach möglich sein hier. Hier ist kein Platz dafür. Tja, sonst unterscheiden sich die ganzen verschiedenen Gebäude ein bisschen. Hier muss ich dann nach oben fliegen, um das mit dem Strom zu machen. Hier ist ja noch gar kein Dach drauf. Bock. Bock. Komm, Bock. Bock. So. Strom. Tim, wir müssen erst das Dach drauf machen. Tatsächlich müssen wir das. Halbes jeweils in jede Richtung einmal jetzt. Ja, das ist der richtige Grid.
Ah, Dachbaum. Hoffentlich ist es hoch genug. Ich glaube, es wird sehr eng. Das ist, glaube ich, zu eng. Ja, das passt nicht. Ja, guckt raus. Scheiße, ich hasse es, ey. Wie hoch soll man das Dach denn noch machen? Machen wir es halt Meter höher. Ich werde jetzt nicht anfangen, hier die Maschine umzustellen. Sehe ich gar nicht ein. Hat dem schon alles angeschlossen ab da unten? Nee. Da baue ich lieber das Dach nochmal höher. Was du auf jeden Fall machen könntest, ist das Bauen nochmal weiter üben, ne? Weil wir werden bald Zugstrecke bauen. Da würde es dann auch helfen, wenn du auch Zugstrecke bauen kannst. Ach, üben. Ich bin Meister. Bist Meister? Ja. Dann machen wir gleich einen Wettbewerb. Ein Wettbewerb? Was für ein Wettbewerb? Ein Bauwettbewerb. Du bist ja ein Meister, wenn du mich übertroffen hast. Du bist ja jetzt ein Meister. Ist irgendwo hier an Wettbewerben teilnehmen? Ja. Für den Meistertitel. Außer du bist kein Meister. Wenn du kein echter Meister bist, würdest du natürlich nicht am Meistertitel teilnehmen. Am Meistertitel kämpfen. Das würdest du ja nicht machen. Ich bin ein Meister, ich bin Weltmeister, ja. Ja, aber Meister treten ja an, um den Weltmeister herauszufinden. Nee. Ja, doch. Klar. Außer natürlich, du bist kein Meister. Ich weiß nicht, was das für eine komische Logik ist, aber die ist definitiv nicht so richtig. Doch, die Logik funktioniert sehr wunderbar. Ein Meister will einen Wettbewerb nicht absagen. Wie so ein Angsthase, der Angst hat zu verlieren. Ich fordere dich hier heraus. Das kannst du dir nicht bieten lassen als Meister. Ich werde mir das bieten lassen. Ja, bist aber auch kein Meister. Das ist voll die Kindergartenlogik. Du musst denn stolz als Meister deines Handwerks, ne? Also jede große Größe, Meister, ein Mozart etc., alle waren stolz auf ihre Werke. Mozart. Ja. Würdest du sagen, Mozart war kein Meister? War der eher so ein Amateurlevel? Ja, als Meister würde ich eher so Leute wie Ausbilder bezeichnen. Davon haben wir Millionen. Nee. Welt.
Ja, bilde mich aus. Wie verschiebe ich einen. Wie mache ich eine Wand, die 1,8 Meter hoch ist? Das weißt du selber. Nee. Hab ich vergessen. Beginn jetzt nochmal, Meister. Ja, musst du lernen. Musst lernen. Von dem Meister, ne? Was ist der Meister? Können Sie mir das denn beibringen, Herr Meister? Könnte, ne? Könnte, aber ist gerade schlecht, ne? Aber ich weiß, wie du die 1,5 Meter, was war 1,8, keine Ahnung. Seine Stromlöffelchen. Ah, da hinten. Am Popo. Was die Pressfrage kriegt, das Kabel ist da vorne verbunden. Leitung zu lang, leck mich doch. Leitung zu lang. Wollt mich doch verarschen. Verarschen wollt ihr mich? Hier vorne geht's hin, da ist es zu lang, leck mich doch. Scheiß Spiel. Direkt erstmal deinstallieren jetzt. Leitung zu lang, Alter. Ich glaube, es hackt, ey. Ich glaube echt, es hackt. Zu lang. Leitung zu lang, Alter. Ich glaube echt, wirklich mal, also wirklich Spiel. Ich glaube, du hast den Schuss nicht gehört, Spiel. Das ist echt, das ist unfassbar. Das Spiel, ey. Dass wir hier vorne das Kraftwerk haben, ne? So. Okay.
weil wir vorhin 10 Fluktuatoren haben wolltest, habe ich jetzt nochmal über 100 reingeladen. Denkst du, das ist viel? Also, es reicht für 10 Boxen. Ja, reicht nicht was für eine Forschung. Und 117 kostet, glaube ich, die nächste Stufe. Du brauchst jetzt auch nicht mehr machen. Ich meine, die Vorstufe von dem Quartel, die habe ich auch ein paar hochgeladen. Ich weiß, man daraus noch irgendwas anderes machen kann. Nö. Nee. Nicht, was ich wüsste. Und für mich sind das auch einfach neue Ressourcen. Ich habe keine Ahnung, was vor. Ich habe nicht nachgelesen, was das angeht. Weil da habe ich auch viel zu viel Angst, dass es irgendwas Story-Spoiler-mäßiges gerade aussieht. Ist das wirklich nicht up-to-date? Ja. Ja, wie steht, du brauchst halt Sam, um den Endboss zu besiegen. Ich meine, ja gut, dann habe ich jetzt mir heute gespoilert. Das wäre eine interessante Wende. Ja, ich meine, als Beispiel halt, ne? Also, in so einem Artikel kann er durchaus einen Spoiler stecken. Ich weiß, dass Wikis bemüht sind, sowas nicht zu machen oder hinter Spoilertexte verstecken, aber ich vertraue keinem Wiki, was ich nicht selbst geschrieben habe. So einfach ist das. So, da wir jetzt einen Hochspannungsmast haben, bist du von Hochspannungsmast bis da vorne gekommen, oder? Das ist ja wenigstens schon mal eine Verbindung. Leitung zu lang, leck mich doch. Dann setzen wir den Hochspannungsmast halt ein paar Meter nach vorne. Leitung zu lang. Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Die Leitung geht dahin, aber da unten. Da, es geht bis hier vorne hin. Leitung zu lang, Alter. 1 Meter zu lang. Die Meter ist 1 Meter zu lang. 1 Meter zu lang kann ich nicht setzen. Die können mich mal hier. So. Jetzt wieder ankommt mit Leitung zu lang, ne? Dann verprügel ich das Spiel. Geht doch. Kann der Mast dahin aber weiter weg. Können wir hier noch einen Mast in diese Richtung weiterbauen. Das ist aber auch im Wasser, ne? Dann vielleicht können wir von dieser Fabrik darüber bauen. Brauchen wir keine dicke Stromleitung. Oh, es geht. So.
Leitung zu lang. Aha. Die Leitung ist halt wieder einfach einen Meter zu lang. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Hat wirklich der Tit einfach einen Meter zu lang. Das heißt, wir können jetzt das Öl umleiten. Die Frage ist nur, wie sieht unser Strom gerade aus? Können wir eine Fabrik runterfahren oder so? Ich meine, das Kohlekraftwerk, die produzieren 2400. Wir kommen fast drüber. Habe ich den Verbrauch gesenkt. Das kommt der große Moment. Ohr weg, Valve frei. Feuer los, Feuer frei. Los geht's. Strom. Dauert ein bisschen, bis das ankommt. Pump schneller. Pump, als ging es um dein Leben. Wie kein Strom. Der Plot-Twist. Was, wie, wo, was, wo? Das ist doch oben angeschlossen. Ja, den Kabel ist auch Strom. Was wollen die von mir? Hier ist auch Strom drauf. Ja? Und da oben geht der Strom rein. Zwei Verbindungen, eine rein, eine hier draußen. Dann hier drinnen drei. Oh. Das erklärt es. So. Und jetzt eine Ding läuft schon, wird produziert. Schwerölrückstände. Und Polymere. Jetzt hier schon transportiert werden, da sind sie. Oh, das Wasserding hat doch keinen Strom. Oh. Ohne Wasser kein Treibstoff. Ja, ohne Wasser kein Plastik. Treibstoff kein Strom. Ja, ohne Wasser kein Plastik. Und ohne Plastik Verstopfung der Rohre und dann Verstopfung der Rohre kein Strom. Das wäre eine Katastrophe. Ungekannten Ausmaßes. So, jetzt hat das Ding Strom. Ja, fängt an zu drehen. Das hat auch schon 33 Polyester geladen, Polymere geladen, das kann das Kanister gleich herstellen. Das Ding hat keinen Strom, warum hat das keinen Strom? Warum hast du keinen Strom? Warum hast du keinen Strom? Warum hast du keinen Strom? Warum habe ich hier keinen Strom drin gemacht? Was? Oh mein Gott. Mach den Strom da oben dran, aber bitte gerade. Dass ich das auch noch schön bauen muss in so heiklen Situationen. Sitze ich hier und muss das einfach noch schön bauen. So bin ich halt. So. Jetzt hast du Strom. Kleiner Konstruktor. Du hast noch kein Fuel bisher. Du hast noch kein Wasser bisher. Warum hast du kein Wasser bisher? Als ob das nicht hier hochpumpen kann. Aber ich so wenig vermutlich herstelle, dauert es ewig, bis das Rohr voll ist. shit happens. Das sind keine 10 Meter hier. Das Rohr braucht halt ewig. Ich meine, ich kann mal ganz kurz hochtakten, damit das Wasser da ankommt. Ich speichere mal die Prozentzahl, dann takte ich mal immer auf 100% hoch.
Wenn das Wasser da mal ankommt. Erstmal mit fünffacher Leistung. So. Ich glaube, jetzt kann ich dann wieder runtertakten. Müsste zumindest jeden Moment ankommen, wenn sie sogar schon drin ist. Na, Wasser kommt hier an. Bisschen langsam noch, aber es wird mit der Zeit dann besser. Kam jetzt schon Treibstoff an? Nee, ne? In Rohren ist noch kein Treib, aber er zeigt schon Treib an. Also er weiß, dass in diesen Rohren Treibstoff kommen wird. Ah, hier kommt natürlich eh kein Treibstoff an. Das heißt, die Rohre werden eh verstopfen irgendwann. Alles nicht so schlimm, weil... Wir können hier noch flaschen manuell. Hier ist auch kein Treibstoff. Doch, hier kommt was an. Jetzt kommt es langsam an. Hat ein bisschen gebraucht, bis sie hierher kam. Wir produzieren aus den anderen, wir müssten dafür jetzt Awesome Things machen, damit die ganz, das ganze Kraftwerk läuft. Hehe. Max Verbrauch ist halt einfach krank. Ah. Gott, die Produktion gesprungen. Die Finger kommen. Ja. Ich glaube, ich muss das nochmal umbauen hier vorne. Da ist der Mittelfinger. Fangen die sich. Aber du musst bedenken, dass da gleich nochmal der Strom von den zwei Kraftwerken nochmal weggeht, ne? Die oben stehen, weil die sind voll mit Fuel, die produzieren gerade auch noch. Problem ist, sobald das Polymer voll ist, sind wir am Arsch. Dann geht der Strom aus. Sobald der kein Plastik mehr herstellt, weil Plastik voll ist, weil die Kanister voll sind, weil kein Fuel ankommt hier hinten, um es abzufüllen, dann sind wir am Ende. Deswegen ist Potato clever und baut einen intelligenten Splitter ein, damit ich nicht klug sein muss. Das passt hier nicht hin. Fuck. Das ist eng da hinten, aber egal. Links Überfluss bitte. So. Müssen wir vorher nochmal merchen. Das ist Sand oder so. Gucken wir schon hin. So, wenn die... Oh, warum kommt der Überschuss jetzt schon da an? Ach so.
Wir haben schon zu viele produziert. Das wäre schon fast Katastrophe geworden hier gerade. Eieieiei. Hab die Katastrophe gerade nochmal abgewendet, wa? Jetzt werden die leeren Kanister alle in den Ostensink gepackt, die zu viel produziert werden. Weil der produziert jetzt die ganze Zeit Kanister. Und die kann er nicht füllen. Deswegen müssen die hier rein. Wir haben übrigens wieder 7 Coupons. Weil es kann der Weißer fleißig Plastik produzieren, es wird trotzdem weiter viel produziert. Solange die Polymere verbraucht werden, ist alles gut. Dann 30 Polymere pro Ding, ne? Weil ich habe nämlich 60, die ich brauche. Ah. 80 Treibstoff, damit müsste ich 4 Kraftwerke auf lange Sicht betreiben können. Leider ein bisschen an und auf, wie du siehst. Die laufen jetzt nicht so wirklich durchgängig. Ich könnte aber dafür sorgen, dass die durchgängig laufen, indem ich das Rohr einfach Valve dahin packe. Muss nur merken, dass da eine Valve ist. Muss ich mir merken. Weil sonst fließt da immer so ein bisschen Öl noch über das Rohr, glaube ich, hinaus. Und das soll natürlich nicht passieren. Das sollen nur die ersten 4 Generatoren laufen. Solange wir das noch nicht die volle Menge haben. 0. So. Ah, die oben sind auch schon ausgegangen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Laufen ja schon 2 Generatoren durchgängig. Die anderen springen immer wieder an oder aus. Der eine schafft es durchgängig zu laufen. Aber kommt so wenig nach, glaube ich jetzt. Na, jetzt fällt er wieder aus. Aber das war eine relativ lange Line. Ich meine, wir können hier Valves vorplatzieren, ne? Die brauchen eh nur 20 pro. Dann können wir nämlich hier einen Valve vorplatzieren, dann kriegen wir nämlich genau 20. Was soll der Geiz? Es fehlt Gummi. Ich zumindest eine nur 20 pro Minute. Dann füllen die hinten sich aber jetzt langsam schneller. Ich habe Gummi oben, ich könnte Gummi holen. Ich hatte vorhin noch Gummi die ganze Zeit produziert. Der Kanister müsste voll mit Gummi sein da hinten. Ja. Haben wir mal 600 Gummi geholt. Im nächsten Part geht's dann los mit der großen Fabrik, ne? Das legen wir sogar einen Grundstein jetzt schon in diesem Part. Weil der Part ist noch ein bisschen.
Ja, ich glaube, langsam laufen sie alle. Das ist die Stromsituation aktuell. Wir sind zumindest im Plus. Wir sind im Plus. Ganz knapp. Wir werden 4 Generatoren mehr noch quasi betreiben. Und da sind jetzt alle Maschinen schon angeschlossen bei der maximalen Verbrauch, die nachher auch die Polymere erzeugen. Aber noch nicht die ganzen Maschinen für die Plastik- und Gummiherstellung. Die übrigens nicht mehr so schwer werden. Wir müssen nur noch die Polymere dahin bringen und dann Wasser. Das ist alles. Dann ist das Problem wird eher sein, wie groß wird diese Fabrik sein. Und das ist die Frage, wie wir sie dahin platzieren. Weil das wird jetzt die größte von allen. Das wird das Hauptgebäude. Ich denke sogar schon, das zweistöckig zu machen einfach. Einfach, warum nicht? Ah, wegen Wasser, wegen Pumpen. Wegen Pumpen nicht, deswegen. Ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet, warum nicht. So. Legen wir uns mal eine persönliche Box hier unten hin. Bei den Beton werde ich brauchen. So. Das hässliche Ding wird jetzt entfernt. Hey. Warum willst du mich entfernen? Du hässlich bist, hab ich gesagt. Ich wurde so geboren. Was? So wird keiner geboren, ey. Wurdest du gemacht? So. Ach, ist das schön. Das Ding hier nicht wegzuhaben. Das hat man endlich einen freien Blick auf die gesamte Anlage hier. Dann baue ich mal kurz mal einen Awesome Shop hier unten hin. Was ich mit den neuen Dingen noch holen kann. So, wir brauchen noch 7 Compounds, dann haben wir alles gekauft, was es an Bausachen gibt aktuell. Keine Ahnung, ob dann auch neues Zeug dazu kommt, werden wir dann sehen. Auch ein schöner Milestone, der nicht ein Milestone-Spieler ist, der angezeigt wird. Aber es ist ja ein Milestone von Progress. Strom kommt noch an, ne? Die Ursprungsmasten habe ich richtig platziert. Ja. Aber er schwankt wieder sehr. Ja, die kriegen sich schon wieder ein. Stellen sich nur ein bisschen an. Ich muss auf jeden Fall den neuen Weg jetzt mal ausprobieren gleich.
viel Zeit muss sein. Ein neuer Weg. Mhm. Probieren wir mal den neuen Weg aus, wa? Einfach auch mit den Einblick zu haben. Eine schöne Kamerafahrt. Muss halt sicher gehen, dass der Weg sicher ist. Guck mal, hier ist schon eine unsichere Stelle. Das kann ja so nicht bleiben. Was? Eine unsichere Stelle. Ja. Kann ja nicht so bleiben mit unsicheren Stellen. Der Strom ist jetzt übrigens weg, aber dafür auch der Verbrauch von drüben. Also es ist Win-Lose-Situation. Genieße den Anblick, wenn der Maxverbrauch gesunken ist. 700 oder 600 oder so. Der Anblick wird leider nicht lange währen. Ja, so 750 ist er gesunken. Tja, wir brauchen viel Strom, wie man sieht. Ah ne, Moment, das war Produktion. Hm. Max Verbrauch. 2, 3. Na, es waren nur 200. 200, 300 so. Aber Sicherheit ist wieder hergestellt. Damit auch der Strom.
So. Jetzt können wir zum neuen Kraftwerk fahren damit. Hey. Ich glaube, ich mache diesen Weg links her weg und mache das einfach geradeaus hier dann durch. Später. Dann rast man nicht so viel hin und her. Das sieht schon geil aus, wenn man hier hinten ankommt. Macht schon Eindruck. Jetzt die Preisfrage aller Preisfragen. Haben wir hier genug Wasser? Ich hoffe es mal, dass das Becken hier reicht. Dass der Platz auch reicht. Ich muss da wirklich zweistöckig machen. Einfach aus Platzproblemen. Aber zweistöckig ist übel. Zwei Raffinerien übereinander ist schon ganz schön hoch. So, wir wollen noch mal einen Meter höher. So. Eieieiei. Die
sind, glaube ich, ungefähr eine Plattform breit, ne? Ja. Das hätten wir fast genug für 13. Fast. Für 13 direkt nebeneinander gebaut sind, das ist natürlich ein bisschen das Problem, aber. Warum kommt hier kein Strom an? Und deswegen. Der Max-Verbrauch steigt jetzt. Kleines Stückchen. Ich hätte gerne noch eine Plattform hier, wenn es geht. So, dann customizen wir mal. Jetzt sogar der Plastik hoch? Scheinbar. Also wenn ich irgendwas im Inventar habe und nicht weiß, wohin damit, dann tue ich das immer in die Uploads. Siehst du auf der Map was, das ich sehe? Auf der Map? Ja. Kann man die alle zerstören irgendwie? No. Zerstören? 100.000 Zerlegungskisten. Oh no! Ich hab angemalt, aber mein Inventar war voll, deswegen hat er die alten Ressourcen von der alten Anmalung alle hingeschmissen. Oh nee. Oh no. Oh no. Oh no.
Oh no, 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 no. Oh, wenn du Glück hast, könntest du versuchen, das Spiel neu zu starten. Vielleicht sind die ja bei 0-0. Ja, ich muss das einfach nochmal hier alles abbauen und dann sind nur am Rand sind durch die Kisten. Weil es sind durch die ganze Zeit so. Die sind halt alle im Boden versunken, ne? Die sind nicht alle oben am Liegen. Die sind alle. Ja. Unter der obersten Plattform hier. So. Das ist die 0-0 Zerlegungskiste, da muss ich nicht hin. Die ist irrelevant. Hab aufgeräumt. Alles wieder sauber hier. Boah, das wird ein großer, großer. Das wird ein großer, großes, großes, großes Haus. Allerdings das Bauen dann da drin relativ straightforward. Aber wisst ihr was, ich muss diesen Blaupan jetzt überarbeiten, das geht so nicht weiter. Ich kann jetzt nicht alles manuell mal machen. Das ist dann die letzte Amthandlung für den Part. Okay. Ich wollte einfach nochmal neu laden. Wir müssen ein bisschen kreativ werden, was hier drin zu lösen.
den Bauplan der Sanne abreißen. So, das Ding sollte jetzt in Ordnung sein. Das Teil allerdings zumindest schon. Bauplan speichern, ja, aber schreiben. Bauplan laden. Wandecke. Das 6 Stunden. So. Beim Plattform wieder drauf. Und voila. So, und speichern wir das auch noch ab. Perfekt. Dann bitte leeren. Dann will ich das. Ich nehme das Lager einfach mit, indem ich das Ding abreiße. So, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, hattet ihr und Steif, macht ihr was Bestes in eurem Leben. Euer Zersicht und euer Potato-Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.